Zahlreiche Zuschriften haben uns erreicht und heute ist es soweit. Heute ziehen wir blank. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Reelektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel und wenn mir YouTube-Videos gefallen, abonniere ich den Kanal und lasse ein Gefällt mir da. Sexsells werden Sie sicherlich denken oder oh je, jetzt ziehen die Jungs schon blank und das nur für ein paar Follower. Das ist so, aber nicht ganz richtig. Sie sind auch an den Schreibtisch gebunden oder sind viel mit dem Auto unterwegs. Der Rücken zwickt und zwackt. Eine wirklich unangenehme Geschichte. Eine Lösung muss her. Wir sind heute zu Gast im Physiowerk in Bad Bellingen und wie die Lösung aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt bei Olesja in der Anwendung. Olesja, warum ist denn der Schlamm jetzt entspannend und wohltuend? Der Schlamm wird mit einer Temperatur von ca. 50 Grad Celsius aufgetragen und sorgt für eine optimale Durchblutung. Das wirkt entspannend und schmerzlösend. Und für welche Bereiche kann ich Fango anwenden? Bei Rückenschmerzen, Muskelverspannungen, aber auch Entzündungen jeglicher Art sind Erkrankungen, bei denen Fango helfen kann. Da das bisschen Schlamm hat das so eine Wirkung? Ja, es ist nicht nur Schlamm, es ist vulkanischer Gestein und enthält auch sehr viele Mineralien, wie zum Beispiel Magnesium, Kalium, Calcium. Also das heißt, der warme Schlamm in Verbindung mit den Mineralien ist das, was heilsam ist? Genau. Und wo diese Mineralien herkommen oder dieser Schlamm und was das mit Kennzeichnung zu tun hat, Sie werden es erahnen, das schauen wir uns jetzt an. Aber Frank, mal ganz langsam, so schnell schießen die Preußen nicht. Lass uns das noch ein bisschen genießen, bevor es dann wirklich anstrengend wird. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Hauri in Bötzingen. Frank, ganz ehrlich, wir sind hier mitten im Steinbruch. Augenscheinlich ist das hier nur ein Steinbruch, aber tatsächlich passiert hier viel mehr. Hier werden Mineralien abgebaut, die überall zu finden sind. In der Baustoffindustrie, in der Glasherstellung, als Füllstoff in der Geothermie, aber ganz besonders im Bereich der Medizintechnik. Stichwort Medizintechnik, da war doch was. Sie erinnern sich sicherlich noch an eine unserer ersten Folgen mit der Notfallsanitäterin Natascha. Hier haben wir das Thema UDI und MDR genauer betrachtet. Das hier ist mehr als nur ein Steinbruch. Daniel, das ist völlig richtig. Wir sind hier bei einem hochinnovativen Unternehmen der Medizintechnik und UDI ist das Stichwort. Wie hier produziert wird, abgesackt wird, dann gekennzeichnet wird, das schauen wir uns heute an. Deswegen unser Thema heute, Kennzeichnung der Absackindustrie. Hallo Frank, sag uns doch bitte kurz, wer bist du und was machst du hier bei Hauri? Ja, mein Name ist Frank Hauri, ich leite gemeinsam mit meinem Bruder seit über 30 Jahren die Mineralstoffwerke. Eure Mineralien werden ja nahezu in allen Branchen eingesetzt. Was ist denn euer Aushängeschild? Ja, traditionell kommen wir aus dem Baustoffsektor raus, haben uns aber über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt. Wir produzieren Produkte für die Tierernährung, aber auch zum Beispiel unser Medizinprodukt Naturfango. Fangoschlamm wird ja aus Vulkanstein gewonnen. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Ja, die Fangotherapie ist eine ganz traditionelle Therapie, die man schon über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, einsetzt. Selbst die Römer haben Heilschlämme verwendet, um Krankheiten zu therapieren. Der Frank und ich hatten heute Morgen die Möglichkeit gehabt, an einer Fango-Anwendung teilzunehmen. Das war wirklich richtig klasse. Es scheint ja ein richtiger Trend zu sein. Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit dem Thema? Also wir haben seit 1982 eine Zulassung als Medizinprodukt und das bedeutet, seit über 40 Jahren, fast 40 Jahren produzieren wir Naturfango. Das wird von hier gesteuert? Nein.
Das machen wir hier. Ja. Frank, wenn ich mich so umschaue, dann sieht das hier aus wie in der Schaltzentrale bei der NASA. Habt ihr denn auch den berühmten, berüchtigten roten Knopf? Ja, den brauchen wir Gott sei Dank nicht. Aber wir stellen natürlich Hightech-Produkte her aus dem natürlichen Rohstoff. Und da braucht man auch das entsprechende Ambiente, ausgestattet mit modernster Technik. In dieser Schaltzentrale, wie viele Personen arbeiten hier? Ja, wir arbeiten 24 Stunden am Tag. Und es sind mindestens immer zwei Personen hier da, die sich gegenseitig die Bälle zuwerfen. Okay. Eure Quelle, der Steinbruch, ermüdet die auch irgendwann? Ist die unendlich oder? Ja, es ist natürlich wie jeder natürliche Rohstoff, ist endlich. Wir müssen bemüht sein, möglichst hochwertig diesen Rohstoff zu veredeln, damit er auch für die nächsten Generationen noch zur Verfügung steht. Jetzt hast du uns extrem neugierig gemacht. Kannst du uns das bitte mal zeigen? Ja, natürlich gerne. An dieser Linie werden keine medizintechnischen Produkte abgefüllt. Deshalb hat man sich für den Reajet DOD 2.0 entschieden. Wir haben bereits in der Vergangenheit mehrfach über diesen Large Character Printer berichtet. Mit 7, 16 und 32 Düsen verspricht das System nicht zwingend die höchste Auflösung. Jedoch können wir über Schriftbildreduktion die Punkte in der Form verdichten, wir sprechen von Slanten, dass wir eine höhere Tropfendichte erzeugen können und damit auch eine augenscheinlich bessere Auflösung. Alphanumerische Kennzeichen wie auch 2D-Codesymbologien stellen da kein Problem mehr dar. Besonders hervorzuheben ist, dass wir hier über ein System sprechen, das gebaut ist für die Heavy-Duty-Industrie. Stäube, widrigste technische Umweltbedingungen wie auch widrigste Temperaturen stellen auch keine Herausforderung dar. Der Einstieg in die DOD-Welt ist mit dem Reajet LC geschafft, ein System mit Direkteingabeterminal ohne Vernetzung. In der Folge das Reajet Standard DOD, ein System, das wir seit den 90er Jahren 10.000-fach in die Welt installiert haben. Und in der Folge der Reajet DOD 2.0 Large Character Printer, der mit unserer Titan-Plattform operiert. Hier an der Absackanlage der Firma Hauri setzt man ein kartuschenbasiertes Drucksystem ein. Aber warum ist das so? Die Antwort liegt auf der Hand. Aufgrund der Vorgaben von UDI und MDR ist es notwendig, eine Vielzahl an Informationen auf das Produkt aufzudrucken. Sie sehen hier Schreibköpfe, die miteinander kaskadiert sind. Das heißt, dass wir sehr hohe Druckhöhen drucken können. Unser System ist absolut wartungsfrei. Was bedeutet das? Kartusche rein, Kartusche raus, fertig. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie sehen, dass diese variable Schreibkopfhalterung sich optimal an den vorbeifahrenden Sack anpasst. Somit ist jedes Produkt optimal beschriftet. Diese Systeme kennen Sie sicherlich auch aus dem sterilen Umfeld. Das haben wir natürlich hier nicht. Selbst in den widrigsten Umgebungsbedingungen werden unsere Drucksysteme eingesetzt. Industrietauglich. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht heute wieder ein spannender Tag zu Ende. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass eine Fango-Anwendung so entspannt ist und Mineralstoffe enthält, die aus Vulkangesteinen, aus uralten Vulkangesteinen gewonnen werden. Ein Steinbruch, eine Fango-Anwendung und Reajet-Drucksysteme, eine tolle Kombination. Noch was in eigener Sache. Nochmal vielen Dank für die angepasste Berufsbekleidung und damit meine ich den Bademantel. Grüße gehen raus.
wenn auch Sie bei widrigsten technischen Umweltbedingungen kennzeichnen müssen, zum Beispiel im Absacken von Schüttgütern in Säcke oder auch in Big Packs, kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sind Vollsortimentanbieter und spezialisiert auf die Heavy-Duty-Industrie und haben maßgeschneiderte Lösungen für Sie. Wir sagen danke fürs Zusehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.